Auf einem Spezialtestgelände für Baufahrzeuge. Dort kommen nicht nur die Geräte, sondern auch ihre Tester an ihre Grenzen. Baufahrzeuge im Extremeinsatz. Doch bevor ein 40-Tonner auf die Teststrecke darf, muss er gründlich gecheckt werden. Prüftechniker Harald darf dabei nichts übersehen. Denn heute soll dieser Baukipper erstmals im Extremgelände zeigen, was er aushält. Und das ist sein Testfahrer. Erwin Karcher ist Prüfingenieur. Harald? Ja? Wie sieht's aus? Fahrzeug okay? Alles in Ordnung. Bevor der Kipper auf die Strecke geht, seine Ladung. Kies. 31 Tonnen schwer. Das ist das maximale Gewicht, das der Baulaster unter extremen Bedingungen tragen darf. Jetzt muss der Kipper mit der Ladung auf dem Prüfstand zeigen, dass er geländetauglich ist. Vorder- und Hinterachsen werden einseitig hochgefahren. Der Höhenunterschied ein halber Meter. Der Rahmen wird dadurch maximal verbogen. Das ist wichtig, denn unser Prüffahrzeug hat heute einen ganz besonderen Auftrag. Hier, blau eingekreist, hat es neu entwickelte Stabilisatoren eingebaut, die noch nie erprobt worden sind. Der spätere Geländetest soll prüfen, ob diese Stabilisatoren auch Extremanforderungen genügen. Aber dann ein Problem mit dem vorderen Bremsschlauch. So, hier sehen wir jetzt den Bremsschlauch. Da sehen wir schon, dass er zu nah am Reifen liegt. Das wird jetzt noch schlimmer, wenn er einschlägt. Das müssen wir unbedingt noch vorrichten, bevor wir ins Gelände fahren. Denn so würde die Bremse ausfallen. Sein Rahmen ist 1 Millimeter stärker als beim normalen LKW, damit er im Gelände fast alles aushält. Montiert wird der Rahmen im Akkord. In nur 9 Minuten ist er zusammengebaut. Für die Elektronik sorgen diese Kabel, 1200 Meter. Sie leiten die Informationen vom Bordcomputer zur Mechanik des Fahrzeugs. Damit der Laster auch im schwierigsten Gelände fahren kann, testet er heute das erste Mal die ganz besonderen Stabilisatoren. Sie werden hier eingebaut, 8 Stück insgesamt. Sie sorgen dafür, dass das Fahrzeug unter Extrembelastung nicht ausbrechen oder kippen kann. Und das sind seine Achsen. Eine Achse wiegt 1 Tonne. Die 4 Achsen unseres Baukippers müssen später 17 Tonnen Eigengewicht und 40 Tonnen Ladung aushalten. Das Wichtigste, der Motor. 460 PS sorgen dafür, dass der Baukipper auch Steigungen von gut 60% meistert. Der über 200.000 Euro teure Baukipper in Europas schwierigstem Testgelände. Die härteste Steigungsprüfung zuerst. Wir haben hier unsere steilste Stelle. Der Winkelmesser zeigt 61,9% an. Die erste Testfahrt beginnt. Fast 62% Gefälle bergab. 16 Gänge plus Geländeuntersetzung bremsen das tonnenschwere Fahrzeug. Noch halten die Stabilisatoren. Und jetzt rückwärts. Die Steigung 35%. Die Foltersteigung, diesmal bergauf und dazu noch Löcher bis zu 60 cm tief. Volle Konzentration für den Fahrer. Denn wenn alle Vorderachsen abheben, überschlägt sich das Baufahrzeug. Die Prüfung ist geschafft. Jetzt das Wasser.
Die Feuerwehr füllt die Becken bis zum Maximum mit Wasser. Genau da muss unser Vierachser jetzt rein. Aber nur mit einer Seite, damit die Achsen in der Schräglage maximal gefordert sind. Jetzt das Ganze mit viel Schwung. Der hohe Schwerpunkt bringt den LKW ins Wanken. Härtetests, auch für die neuen Stabilisatoren. Noch halten sie stand. Dann muss der 40-Tonner noch einmal den Berg hinauf, diesmal mit Schwung. Und dann passiert es. Ein Teil des Stabilisators ist gebrochen. Genau an dieser Stelle. Nichts geht mehr. Und deshalb muss er jetzt ausgetauscht werden. Rat, hier habe ich jetzt die neue Stabilasche. Ja. Die Stabilasche brauchen wir zur Stabilisierung unseres Fahrzeuges. Denn sonst wankt das Fahrzeug zu sehr. Wir verlieren Traktion und kommen die Stapel nicht mehr hoch. Ein neues Stabilisatorenteil soll das Bergauffahren wieder möglich machen. Eine letzte Steigung. Das Fahrzeug ist wieder unter Kontrolle. 500 dieser Teststunden muss unser Baukipper mit den neuen Stabilisatoren noch bestehen. Erst dann gilt das Fahrzeug als umfassend erprobt.